Es gibt Menschen, die haben einen ausgesprochen vielsagenden Gesichtsausdruck. Ausstrahlung. Karma. Kommt solch ein Erdenkind in einen Raum, hat man sofort das Gefühl von Selbstsicherheit, Geld, Macht und Wissen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die mit einfachsten Gesten und minimalster Kraftanstrengung einfach mal gar nichts darstellen. Und unter uns gesagt, bei besonders Talentierten. Sogar schon von Geburt an. Bei diesen Menschen weiß man vom ersten Augenblick an, welchen Beruf sie nicht haben, welche Getränke die Mutter während der Schwangerschaft getrunken hat und dass sie gekachelte Wohnzimmertische haben, auf denen ein Bakelit-Aschenbecher mit Werbeprägung von Gabelstaplernherstellern steht, dessen Wert dem von 4000 Stopfzigaretten entspricht und damit zum wertvollsten Erbstück der Familie zählt, ohne dass auch nur ein Mitglied dieser etwas davon ahnt. Und all dies ist allein von Frisur, Make-up, Abnutzungsgrad der Schuhe, der Jeans, der Eckzähne oder den Frequenzen von Formulierungen wie »Das sind die Leute wo?« »Sag deiner Ollen« oder »Dem Pascal Maurice seine« abzulesen. Mitunter ist das eine feine, weil einfache Sache. Man vergeudet nämlich überhaupt keine Zeit und kann sofort entscheiden, ob man heute Lust auf jemanden mit dickfleischigen Pflanzen auf dem Fensterbrett, billigen Ketchup im Kühlschrank und leicht entflammbaren Doppelschlingenteppichen in Blaugrau-Melange hat. Oder eben nicht. Die Mehrheit der Menschen aber sind Leute mit dem gewissen Nichts. Keine Ausstrahlung, kein Auftrag, keine Perspektive. Diese Menschen brauchen ein künstliches Sprachforum, eine Projektionsfläche, einen imaginären Schaukasten, in den sie Nachrichten hängen können, um mit einer Außenwelt Kontakt aufzunehmen, die sonst keine oder im besten Fall wenig Notiz von ihnen nehme. Wer genug Geld hat, kauft sich kein Auto, sondern ein Statement. Damit jedem gleich klar ist, wer hier die Stadt im zweiten Gang nimmt. Oft sitzen Menschen hinter dem Steuer, die ähnlich wie ihre Automodelle heißen könnten. Und die am Morgen ihre verwöhnten, laktoseintoleranten Sprotten mit dem für das härteste Gelände, unsere Straßen, vorbereiteten, breitbereiften und CO2-reduzierten Monster-Truck zur gymnasial vorbereitenden Bildungsanstalt bringen. Ja, und veganen Brotaufstrich nach Mad-Eagle-Art und glutenfreies Bio-Hirsedenkelbrot im Schrank haben. Fragen bleiben da keine offen. Wer weder Ausstrahlung noch Geld hat, dem bleibt der Eintritt in eine möglichst kleine und unbekannte Partei oder ein T-Shirt mit Aufschrift, um mit der Welt zu kommunizieren und hoffentlich angesprochen, angemacht, beschimpft, attackiert, angepöbelt oder verprügelt zu werden. Bei T-Shirt-Aufschriften wie Natural Born Kieler, Geist wär geil oder Nichts für kleine Mädchen und Bier formte diesen wunderschönen Körper, weiß man gleich, dass der Shirtträger oder die Trägerin viel zu bemüht und verkrampft ist, um selbst nach dreistündigem Gruppensex in einem Whirlpool auf der Dachterrasse einer 80-Zimmer-Villa am Strand von Mallorca mit Blick auf den Sonnenuntergang und mit 3,8% Gin Tonic im Blut entspannt und entkrampft zu sein. Gut gemeint bleibt auch beim besten Willen einfach nur das Gegenteil von gut gemacht. Öfter mal den Korken aus dem Arsch ziehen soll helfen. Wer sich den Namen seines Heimatdorfs auf die Trainingsanzugsjacke flocken lässt und mit Hiddingseel Rules, Ahlen in Westfalen oder Oststadt Karlsruhe auf dem Polyesterrücken herumläuft, wird ebenfalls niemanden kennenlernen. Bis auf vielleicht ambitionierte Geografiestudentinnen oder Menschen mit nicht schon wieder auf dieser Brust. Was da schlimmer ist, kann ich nicht abschätzen. Neulich im Lidl stolzierte ein, wie meine Oma sagen würde, Backfisch vor mir her. Um die 22.
großer Gummibusen. Sehr enge Spandexhosen, die im Heckbereich dieses peroxidierten Lipgloss-Frachters »Kommen Sie her und kommen Sie ran, hier gibt es was zu sehen« zu schreien schienen, und tatsächlich wurde mehr frisches, unverpacktes Fleisch feilgeboten, als man es in einem Lidl jemals erwarten würde. Müsste ich ihren Namen raten, fiel mir zuerst Chantal ein. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall war sie der Typ Frau, dem ich nicht viel, aber davon eine ganze Menge zutraue. Über ihre Ballermänner spannte sich ein bauchfreies, enges, rosa Shirt. Und ich hatte in diesem Moment plötzlich irgendwie das Verlangen, die durch den Stoff des Leibchens ragenden Knöpfe dieser mordsgroßen Hupen zu drücken. Einfach nur, um zu hören, ob sie, wie es mir meine Fantasie gerade vorspielte, tatsächlich ein Geräusch wie die Hupe des Transporters, der am Anfang der TV-Serie »Die Waltons« die Ankunft des Vaters verkündete, von sich geben. Auf diesem viel zu engen Shirt dieses bunt bemalten Harlequin-Schrapnells stand ein Spruch, der ihr überall zu kostenlosen Caipirinhas, Taxifahrten, One-Night-Stands und Fernsehauftritten verhelfen sollte. Etwas irritiert schaute sie mich aus ihren Lacombe Hypnose Volume Porté Mascara Wimperntusch umrandeten blauen Mädchenaugen an, als ich laut lachend losprustete. Denn etwas ähnlich Lustiges habe ich selten auf etwas Gepflücktem und in Indien von Kinderhänden Produziertem gelesen. Ja, aber woher sollte sie das auch wissen? In neongrünen Lettern stand da auf ihrem pinkfarbenen Shirt geschrieben: Frag einfach, vielleicht geht's ja.